Ja, Max Schmitz, der neue Headcoach der Bonn Capitals. Ziemlich lange Vorbereitung, jetzt geht's endlich los. Ja, wir sind extrem froh, dass die Saison jetzt am Wochenende endlich gegen Dortmund startet. Das ist wirklich die längste Vorbereitung der Vereinsgeschichte, die wir durchlaufen haben. Sind seit über 2 Monaten spielfertig und sind auf dem Spielfeld und machen Vorbereitungsspiele. Und wie gesagt, wir können es kaum erwarten, dass die Spiele jetzt endlich zählen. Sind alle fit, alle im Plan sozusagen? Alle 25 sind fit und können es kaum erwarten, am Sonntag ihren Einsatz zu bekommen. Die Leute im Stadion können es im Stadionheft lesen. Das Ziel ist klar, Meister werden. Wie realistisch ist das denn? Ja, also wir sind in den letzten 4 Jahren knapp dran gescheitert, beziehungsweise haben es sogar einmal geschafft, aber 4-mal verloren. Die Quote ist nicht ganz zufriedenstellend, da wollen wir was dran tun. Und ich glaube, dass wir gemeinsam als Team und der Trainerstab da ganz gut herausgefunden haben, woran das liegt. Und wir wollen natürlich an unseren Schwächen arbeiten und dementsprechend dann halt ready für Playoffs sein und dann eben auch in den Playoffs die entscheidenden Spiele dann gewinnen. Ihr habt ziemlich aufgebaut im Pitching-Staff, also ziemlich tiefe Bank sozusagen. Wie schätzt du den ein, deinen Pitching-Staff? Ja, ich glaube tatsächlich, dass von der Tiefe her kein Team in Deutschland mit uns mithalten kann. Auch was die Qualität unserer Arme angeht. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen wieder unser Roster verstärkt mit einem ehemaligen Double-A-Pitcher, Marcus Jensen, der zu den Capitals kommt und die Importrolle von Zach Dotson übernehmen wird. Darf ich kurz unterbrechen? Das wollten wir den Leuten jetzt gerade nochmal mitteilen. Das ist nämlich eine echte News hier. Also erzähl uns noch ein bisschen über den Marcus Jensen. Ja, Marcus Jensen war bei den Tampa Bay Rays unter Vertrag, wurde released aufgrund der Corona-Pandemie und den fehlenden Roster-Spots und hat jetzt sich entschieden, die letzten Jahre quasi noch ein bisschen zu reisen, was von der Welt zu sehen und Baseball zu spielen, so die letzten Jahre seiner Baseballkarriere zu genießen. War bisher in Dracci bei Brno und hat sich entschieden, jetzt sich den Capitals anzuschließen. Gut, das ist ein Amerikaner, aber ihr habt ja auch noch den Joe Wittig geholt, aber der hat ja einen italienischen Pass, ne? Exakt. Joe kann sowohl im Feld, also im Infield spielen, als auch unseren Pitching-Staff verstärken. Und das ist genau das, was wir wollen, Option. Gut, aber Spiele gewinnt man natürlich auch mit der Offensive, nicht nur mit der Defensive. Wie sind die Jungs so drauf? Also ich glaube, wer die Vorbereitungsspiele verfolgt hat, sieht, dass wir wirklich ein schlagstarkes Team sind. Gerade das Hinzufügen von Vinny Ahrens und Terrell Joyce macht einen riesigen Unterschied. Die Lineup ist länger. Es geht nicht nur über es geht über die 9 Schlagleute hinaus. Es sind 12, 13, die wirklich extrem fit sind und einen riesigen Teil zu unserem Erfolg beitragen werden. Jetzt startet ihr gleich sozusagen sehr intensiv in die Saison. Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Aber da hast du keine Angst davor. Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, wir sind so breit aufgestellt, sowohl defensiv als auch offensiv und im Pitching, dass wir absolut keine Angst davor haben, 6 Spiele in 8 Tagen zu machen. Ich denke, da werden andere Nordteams eher Probleme haben, da den Pitching-Staff zu organisieren als wir. Und meine traditionelle Schlussfrage, was ist das Ziel für Sonntag? 2 Siege. Danke.